Nur die gute Hus. Ich hatte mir eigentlich vorgestellt, dass erstmal ein Bild auf die Bühne kommt, bevor ich dann hier auftrete und Sie sich dann schon mal so ein bisschen ins Thema eindenken. Be here now, sagt Louis Rosetta, und ich freue mich sehr, sagen zu können, dass ich mich ja freue, heute hier zu sein. I am here now. Und ich habe selten so sehr das Gefühl, wie heute genau das Richtige zu tun und an der richtigen Stelle zu sein. Und ich nehme mir genau in diesem Moment die Zeit, mich ja zu freuen, mal einen kleinen Moment. Ja, jetzt sehe ich auf der Leinwand ist das Bild, was ich Ihnen schon mal so zur Einstimmung zeigen wollte. Und das ist das Thema meines Vortrags. Und damit die versprochenen Beine nicht zu kurz kommen, stelle ich hier schon mal ein paar hin. Also schöne Beine gibt es heute viele, aber eben zur Beinarbeit komme ich dann eigentlich erst später. Ich habe ein Experiment gemacht, auch das konnten Sie dem Programm entnehmen, und ich werde Ihnen das heute vorstellen. Ich fand es extrem spannend, sehr, sehr aufregend, aber vorher möchte ich Ihnen gerne ein bisschen erzählen, was für Überlegungen für mich dabei für eine Rolle spielten. Es gibt Formen, die man nicht verbessern kann. Und doch wird's getan. Redesign. Was ist das? Warum wird redesigned? Was für Aspekte spielen da eine Rolle? Lassen sich Regelmäßigkeiten erkennen? Und wie viel ist eigentlich bei der Gesamtentwicklung planbar? Ich darf Sie gleich enttäuschen. Ich habe keine Antworten auf diese Fragen, keine befriedigenden zumindest, und das Ei des Kolumbus habe ich im Zuge dieser Arbeit auch eigentlich nicht gefunden, aber die Beschäftigung damit hat mir eine Menge Spaß gemacht und ich bin heute um einige Erkenntnisse reicher. So, jetzt fange ich auch endlich tatsächlich an, nämlich mit der ersten Frage, die ich gerade schon gestellt habe: Was ist denn eigentlich Redesign? Als ich das erste Mal in meinen Computer dieses Wort eintippte, wurde das unterschlängelt. Das fand ich ein bisschen seltsam, weil ich dachte, so schreibt es sich doch, oder nicht? Und weil ich so ein bisschen zur Gründlichkeit neige, bin ich der Sache auch einmal nachgegangen und habe mir von dem Computer vorschlagen lassen, wie es denn nun richtig heißt. Da war als erstes, ich hoffe, Sie können das auch gut lesen, Redesinn. Okay, gern, langer oder kurzer. Dann Rebdesign. Gut, da dachte ich jetzt eher so an sowas wie Weinberge mit diesen Strippen und wo dann so diese Weinranken so dran garniert werden, oder vielleicht ist ja mit Rebdesign auch eher sowas wie Genmanipulation gemeint, ich weiß nicht. Gut, das nächste war Redesign, da dachte ich an Bambi oder ich weiß auch nicht, vielleicht auch an Jägermeister. Hatten die nicht neulich ein Redesign? Und zuletzt Redesigner, damit konnte ich gar nichts anfangen. Ich entschied mich für Schreibweise lernen und schlug in meinem zweibändigen Englisch-Wörterbuch nach. Zu meiner Verblüffung gab es das Wort dort gar nicht. Redesign sollte eigentlich stehen zwischen Redeployment, was so viel heißt wie Umgruppierung, Verschiebung, Verlegung, und Redevelopment, Sanierung. Das kommt der Sache ja schon mal so ein bisschen nahe inhaltlich, aber es stand eben nicht drin, Redesign. Es ist also gar kein englisches Wort. So wie das Wort Handy. Aber ein deutsches ist es wohl auch nicht, weil mein Duden das auch nicht verzeichnet und das Lexikon, das 20-bändige auch nicht und das Etymologische auch nicht und das Fremdwörterbuch schon gar nicht. Und Literatur zu dem Thema gibt es auch nicht.
Design ist aber Englisch, da war ich mir sicher und ich habe es nachgeschlagen, steht auch drin, wird übersetzt mit Gestaltung, Entwurf, Zeichnung, Plan, Dessin, Muster, Formgebung und ist auch ungefähr so das, was ich mir gedacht habe. Re steht auch drin und wird übersetzt mit neu, zurück, noch einmal, wieder. Gut, das setze ich jetzt zusammen und kann das ungefähr so ins Deutsche übersetzen mit Neugestaltung oder so, Zurückgestaltung. Das klingt vielleicht erstmal ein bisschen merkwürdig, aber das gibt es auch. Hier habe ich ein besonders schönes Beispiel von Zurückgestaltung. Das ist die Geschichte des Logos von 3M von ungefähr 100 Jahren. Also das oben links, was Sie da sehen, ist das älteste und unten rechts von 1977, das ist das heute gültige Zeichen von Ihnen. Und erstaunlicherweise, wenn Sie mal ein bisschen sich das genauer angucken, dann werden Sie feststellen, dass manche Logo-Entwürfe einfach später nochmal wiederkamen, wieder verworfen wurden und nochmal wiederkamen und wieder verworfen wurden. Und das, was dann am Ende jetzt heute gültig ist, das gab es vor einigen Jahrzehnten, also der dritte Schritt vor dem letzten Ergebnis ist aus den 60er Jahren, gab es also Jahrzehnte vorher schon mal ganz ähnlich in der Art. Sehr seltsam. Also wir sprechen hierzulande von Redesign und unterscheiden dabei aber nicht zwischen Neugestaltung, Wiedergestaltung, noch einmal Gestaltung und Zurückgestaltung. Bei Neugestaltung könnte man ja auch überhaupt denken, es wäre sowas wie zum ersten Mal gestaltet. Also Redesign scheint also ein Kunstwort zu sein, damit habe ich mich erstmal zufrieden gegeben und interessierte mich dann dafür, warum es denn eigentlich Redesign gibt. Erster Grund, das ist wahrscheinlich das, was Ihnen auch als erstes einfallen würde, ein Produkt verkauft sich schlecht, man verpasst ihm eine schicke neue Schale und hofft, dass es sich besser verkauft. Auch ein Grund für Redesign, neues Management. Es ist ziemlich häufig, dass neue Führungskräfte erstmal alles anders, besser und neu machen wollen. Firmenfusion und Aufkauf ist auch ein beliebter Grund für ein Redesign. Diesen Fall von der Fusion von zwei Banken kennen Sie sicher. Ausdifferenzierung des Sortiments war ein weiterer Grund, der mir eingefallen ist. Zum Beispiel gibt es ein Produkt, was sich glänzend verkauft, Nivea. Dann schiebt man andere ähnliche passende Produkte hinterher, muss dann natürlich auch auf die Gestaltung achten. Dann gibt es noch mehr Produkte und irgendwann gibt es eine ganze Heerschar vielleicht von Produkten. Heute sind es schon 12 Linien alleine, die Nivea hat. Und das schlägt sich natürlich auch auf die Gestaltung nieder, dass man einfach die Sachen auch wirklich auseinanderhalten kann. Ein weiterer Grund, neue Techniken. Hier erkenne ich ganz klar, am Papier hat sich mächtig was getan, die Druckfarbe, da ist in den letzten Jahrzehnten viel passiert. Verpackungstechnik, das ganze Tütchen funktioniert ganz anders. Das wäre zum Beispiel auch so ein Grund. Neuer Markt, auch ein möglicher Grund für ein Redesign. Das hier ist Knorr auf dem thailändischen Markt, musste auch modifiziert werden. Neues Gesetz. Auch ein Grund für ein Redesign, wo es dann in den 50er Jahren zum Beispiel noch hieß, Rauchen mit Verstand, hat sich die Parole heute vollständig verändert und schlägt sich leider auch in der Gestaltung nieder. Sie kennen das, es ist ein Desaster für jeden Designer, der eine schöne Zigarettenverpackung mag. Veränderter Zeitgeschmack, auch ein Grund. Uwe Maltine, ein super Beispiel dafür. Über die Jahrzehnte schön durch die ganzen Zeitgeschmäcker hindurch dekliniert. Ja, und zu guter Letzt gibt es Redesign sogar in Bereichen, wo ich mich frage, was in aller Welt, warum muss da jetzt ein Redesign auch sein? Noch bevor sich den Käufern was richtig eingeprägt hat, möchte häufig der Anbieter schon was Neues, weil ihm selbst langweilig geworden ist, vermute ich.
Lust am Neuen als Grund für Redesign. Und damit sind wir bei einem weiteren Aspekt, der mit Redesign zu tun hat. Mir fiel nämlich dabei auf, wieso denn Lust? Lust am Neuen? Ist denn neu überhaupt etwas Erstrebenswertes? Neu ist kein Wert an sich, sagt die Frau meines Vaters, die Historikerin ist. Und da würde ich ihr auch erstmal recht geben. Es gibt immer eine Neuheit, die die vorige alt aussehen lässt, sagt Frederik, jetzt komme ich leider ein bisschen ins Schwimmen, ich weiß nicht, wie man den Nachnamen ausspricht, Beigbeder, Big BD, keine Ahnung, ein Franzose, der in seinem Buch 3990 die Werbewelt durch den Kakao zieht. Das zumindest könnte ja ein Grund dafür sein, dass die Varianten von etwas entstehen, obwohl das Bestehende ja eigentlich noch ganz einwandfrei ist. Auch im Märchen ist die jüngste, also die neueste Ausgabe, immer die schönste und die, die am meisten Glück und Erfolg hat. Ist neu also toll? Change is good? Was aber überhaupt als neu empfunden wird, was den Grad der Neuheit angeht, ist die Empfindlichkeit aber offenbar sehr verschieden. Wo ich aufjaule, merkt jemand anders kaum den Unterschied. Ich war neulich ziemlich frappiert. Ich unterhielt mich mit einem Schauspieler über das Redesign des Bahnlogos und er fand den Unterschied nicht wirklich sichtbar. Ich gebe es zu, fast immer, wenn ich ein Redesign sehe, denke ich, nein, das Alte war doch viel schöner. Bin ich konservativ? Ich weiß es nicht, aber ich weiß, da wird mir was weggenommen. Irgendwas, was mir liebgewonnen war und was mir vertraut war. Es wird mir fremd, wird mir abspenstig gemacht. Ist neu also schlecht? Lutz Isler, ein Informatikstudent, sagte dazu ganz klar, neu ist nie gut. Neu ist immer schlecht, weil ungewohnt. Das könnte sein. Ich erinnere mich zum Beispiel, dass ich bei den Betriebssystemen an meinem Rechner immer ganz furchtbar fand, wenn ein neues kam. Ich fand es total scheiße. Ich fand schlimm, wie es aussah und ich fand auch bescheuert, wie es funktionierte. Und naja, also dann kam irgendwann wieder ein neues Betriebssystem und das fand ich dann auch wieder ganz furchtbar. Und aber eigentlich dann das, was ich gerade hatte, fand ich dann eigentlich ganz toll. Und dann kam wieder ein neues Betriebssystem und dann ging es mir wieder so. Und dann irgendwann habe ich mich auch gefragt, das ist ja eigentlich eigenartig. Das scheint ja doch, als ob ich mich so dran gewöhne. Also gerade bei diesem heutigen Betriebssystem habe ich mich also besonders auf die Hinterbeine gestellt und fand das vorige doch viel, viel schöner. Jetzt finde ich das eigentlich auch schon ganz okay wenigstens. Fragen Sie mich in ein paar Jahren nochmal. Meine Vermutung ist also allgemein vielleicht nur das Toll, was so möglichst viele vertraute Elemente hat, was in irgendeiner Form eine Variation auf Vertrautes ist. Mir scheint auch, als wünschten die Verbraucher seltener Veränderungen als die Anbieter. Und ich glaube, das Fatalste überhaupt kann sein, dass einer Firma der tödliche Schritt passiert, dass die Verkäufer sagen, ab da habe ich es nicht mehr gekauft. Nochmal zum Gewöhnungseffekt. Ich finde es ja eigentlich auch absurd, aber also den alten Käfer finde ich total klasse und den neuen, naja, also sage ich es offen, ich finde ihn ein bisschen moppelig, ein bisschen angeberisch auch. Und irgendwann, vielleicht haben Sie das auch schon manchmal erlebt, dass irgendwie so eine Art Hebel im Kopf umgelegt wird, habe ich den neuen Käfer in einem anderen Licht gesehen und dachte mir so, eigentlich wenn ich den so vergleiche mit den Autos, die sonst so rumfahren, also mit den heutigen Autos und auch so für sich gesehen, ist das ja eine Spitzenform. Das ist ja ein ganz tolles Auto. Aber ich kannte eben die alte Version und war bislang davon abgehalten worden, den neuen Käfer toll zu finden. Und überhaupt, wie war denn das eigentlich noch? Es gibt Formen, die man nicht verbessern kann. Und doch hat es VW getan. Es ist auf jeden Fall nicht leicht, wenn man etwas, was man redesignen soll, wenn das, was man redesignen soll, schon so lange da war und so stark und auch so toll war. Und damit bin ich wieder bei einem weiteren Aspekt,
der mich im Zusammenhang mit dem Redesign beschäftigt hat, nämlich besser machen als die Vorgänger. Links sehen Sie hier das Zeichen von UPS, was Paul Rand 1961 entworfen hat. Es war mehrere Jahrzehnte im Einsatz. Ich denke mal, jeder von Ihnen kennt das auch. UPS wollte dann aber vor einiger Zeit ein Redesign, weil die Firma nicht nur mehr Plakete ausliefert, sondern auch andere Dienstleistungen anbietet und hat dann deswegen das Paket durch einen schicken blonden Seitenscheitel ersetzt. Celestino Piatti hat für den Deutschen Taschenbuchverlag ein wunderbares Konzept gemacht in meinen Augen. Hoher Wiedererkennungseffekt, steht auch in seiner Konsequenz ziemlich einzig da im deutschen Buchhandel, wurde aber leider Ende der 80er Jahre als zu verstaubt empfunden. Besser machen als die Vorgänger. Was macht es denn so schwierig? Der Gewöhnungseffekt, ja. Dass die vorige Gestaltung so toll war und so lange erfolgreich, ja auch. Aber vielleicht kommt noch etwas anderes hinzu. Meine Freundin Margarete Schmiedel, auch eine Designerin, hat dazu gesagt, Redesign ist etwas ganz anderes als das ursprüngliche Design. Das erste Design ist ein richtiger Schöpfungsakt, eine Initialzündung. Das ist Redesign nicht. Wenn man nicht vorsichtig genug ist, geht dabei vielleicht etwas verloren, möglicherweise auch die Seele. Es wird dünn, mager. Es geht immer um Beschneiden, Begradlinigen, klarer machen. Wie bei einem Fluss. Die Begradigung ist gut für die Schifffahrt, aber nicht unbedingt charmanter. In der Kunst verboten, bei Architekten und Designern an der Tagesordnung. Verfremden, verfälschen, ergänzen, überdecken, ersetzen und begradlinigen, beschneiden, klarer machen. Sie sehen hier von Uwe Lösch das wunderbare Plakat mit dem Titel Der vergebliche Versuch, die japanische Flagge zu verbessern, von 1984. Und das fand ich an dieser Stelle sehr passend. Vielleicht hilft ein bisschen Gelassenheit, ein bisschen Ironie und ein bisschen Humor, denn egal ob selber Held oder irgendwas dazwischen, wir können uns dem sowieso nicht entziehen. Als Designer befinden wir uns mitten in einer kulturellen Sedimentierung. Schicht auf Schicht. Und jede Generation setzt noch eins obendrauf. Und das führt mich zu einem weiteren Aspekt, über den auch Louis Rossetta gerade schon gesprochen hat. Ich glaube, dass der auch auf dieser Tagung noch ein paar Mal auftauchen wird, nämlich Evolution. Auch in der Natur gibt es Redesign. Und zwar ständig, von Ausgabe zu Ausgabe. Kein Wunder dann vielleicht, dass die Jüngste im Märchen auch immer die Schönste ist? Im Zeitalter der Genmanipulation frage ich mich auch, ist Redesign Evolution planbar? Gibt es auch in der Gestaltung Merkmale und Eigenschaften, die das Überleben sichern? Und warum hat eigentlich keine Firma von vornherein ein dynamisches Zeichen, das sich im Laufe der Zeit mitentwickelt? Zum Beispiel vom Samen über den Keim, Pflanze, Blüte bis zur Frucht. Und dann wieder von vorne los. Oder eine Glasscherbe, die am Strand liegt und sich weiter, also so wie am Strand immer weiter abschleift im Laufe der Zeit. Ich springe vom Meer zum Felsen in der Brandung. Es gibt Gestaltungen, die scheinen zeitlos. Zum Beispiel diese berühmte Regenbogenreihe des Surkamp Verlages, 1963 gestaltet. Für mich so frisch wie am ersten Tag, wird auch immer noch genauso produziert, gestaltet von Willi Fleckhaus. Und ja, sie existiert nach wie vor und ist wunderbar, vielleicht weil sie so einfach ist. Es gibt allerdings auch Fälle von Gestaltungen, die genau nicht zeitlos sind, wo ich mich wundere, dass sie es so lange unverändert ausgehalten haben. Zum Beispiel diese. Das ist unfassbar, aber das habe ich vor einigen Wochen im Supermarkt gekauft. Das wird noch genauso produziert. Was hier das Überleben gesichert hat, ich habe nicht die blasseste Ahnung. Soll eine Gestaltung zeitlos sein?
Sollte sie oder gerade nicht? Ist das, wenn man möchte, überhaupt planbar? Wenn ich vom Überleben spreche, muss ich wohl auch vom Sterben sprechen. Und das will ja auch keiner. Paul Rand, der übrigens auch gerade das UPS-Logo entworfen hat, hat mit der Firma Next eine Klausel vereinbart, dass das von ihm gestaltete Logo niemals verändert werden dürfe. Wurde es auch nicht. Denn die Firma ging ein. That's life. Das Foto ist übrigens aus einem Buch mit lauter Grabmälern für wunderschöne, leider nicht mehr in Benutzung befindliche Logos. Exhumiert, von den Toten auferstanden, ohne Redesign, mit exakt dem gleichen Design von damals, Creme 21. Das ist wahrscheinlich jetzt doch ein relativ ungewöhnlicher Fall, aber im Prinzip schildert es ganz gut, es gibt es auch Wiederkäuen vergangener Epochen. Sie erinnern sich an das Spiel mit den Händen, was ich gerade gezeigt habe. Manchmal wird wirklich aus der untersten Schublade wieder was nach oben geholt. Manches kommt also wieder in Mode. Und die Frage ist wahrscheinlich dann nur, überlebt die Firma das auch? Da ich die Analogie zum Lebenszyklus hergestellt habe, Lothar Böhm, graue Eminenz des Verpackungsdesigns, verglich die Marke mit einer Persönlichkeit, die einen konstanten Kern habe und gleichzeitig bis zu einem gewissen Grad mit dem Lauf der Zeit wandelbar sei. Persönlichkeit, das brachte mich auf eine weitere Fährte. Das bin ich. 1973. Und das heute. Also vor kurzem jedenfalls noch. Und den hier kennen die meisten vermutlich. Das ist das Kind vom Brandzwieback, auch von 1973. Ungefähr so alt wie ich. Aber der sieht heute so aus. Und zwar seit 1983. Und als meine Eltern so klein waren wie ich, da sah der so aus. Und als meine Großmutter klein war, da sah der so aus. Eigentlich eher ein kleines Mädchen. Nur wer sich ändert, bleibt sich treu, heißt es doch. Also wenn mir das gelungen ist, dann aber definitiv auf ganz andere Weise als dem Brandkind. Ich bin erwachsen geworden, meine Großeltern sind gestorben und das Brandkind hat inzwischen keinen einzigen Pickel gekriegt, keine Zahnspange und dadurch auch niemanden verprellt. Das war wahrscheinlich die Absicht von Brand. Mir fällt auf, bei vielen Redesigns geht es um Jungbleiben und um Verjüngung. Erwachsen werden will aber keiner. Naja, und wie gesagt, sterben auch. Am liebsten nicht. Was Brand über Jahrzehnte macht, das hat jetzt eigentlich gar nicht so viel mit Redesign zu tun, verkneife ich mir aber trotzdem an dieser Stelle nicht, versucht diese amerikanische Firma gleichzeitig, nämlich dem Geschmack der Käufer gerecht zu werden. Links mit einem kaukasischen Jungen, in der Mitte einem asiatischen und rechts einem afrikanischen. That's life. Und es ist auch wirklich das gleiche Produkt. Mich hat das jemand gefragt, als ich im Vorfeld der Tagung das schon mal jemand gezeigt habe. Da fällt mir ein, was macht eigentlich der Sarotti-Mohr? Ich habe gehört, der sollte abgeschafft werden. Nein, wohl doch nicht, aber da ist ja die Farbe weg. Ausgeblichen? Pigmentstörung? Und wie geht's dem Michelin-Mann? Der müsste doch eigentlich ordentlich abgenommen haben im Lauf der Zeit, nachdem der immer so viel rumläuft. Nicht viel, finde ich. Aber er könnte schon als Nebenjob für Du darfst Reklame machen. Ich will so bleiben, wie ich bin. Ihm ist es eigentlich ganz gut gelungen. Redesign als Schlankheitskur. Manche Menschen werden im Laufe ihres Lebens immer dünner, manche werden immer dicker und manche nehmen permanent ab und zu. Mehr oder weniger werden im Laufe des Redesign-Prozesses, ich habe mich auch in dieser Hinsicht einmal umgeschaut, Bravo zum Beispiel, von diesem Jahr, von vor 2 Wochen oder so, also mal gucken, 1966, doch, hat ordentlich zugelegt. Also da würde ich mal sagen, ist ganz schön viel mehr geworden. Statt 2 Themen sind es inzwischen mindestens 10 und der Schriftzug hat nicht mehr nur den Schatten, sondern hat noch irgendwie eine Umrisslinie und ist irgendwie plastisch geworden.
Ovo Maltine hatten wir ja vorhin schon mal. Da fand ich ganz erstaunlich, da ist es zunächst weniger ist mehr, die Devise, und dann ist wieder mehr ist mehr. Also erst wird es immer reduzierter und aufgeräumter und dann wird es immer wieder voller und üppiger. Vielleicht eine Zeiterscheinung. Weniger werden und damit prägnanter werden. Wenn ich mehr und weniger nicht in Bezug auf Quantität, also Flächennutzung oder Anzahl der Elemente setze, dann kann ich vielleicht auch über mehr und weniger werden in Bezug auf Wirkung reden, also zum Beispiel Signalwirkung oder Wiedererkennungswert. Und ich finde in diesem Fall, dass die Prägnanz doch für einen deutlichen Mehrwert gesorgt hat. Per Mollerup schreibt in seinem Buch Marks of Excellence, während die Gesellschaft dazu neigt, komplizierter zu werden, scheinen Marken einfacher zu werden. Ob es am Wandel des Geschmacks liegt oder am beschleunigten Lebenswandel, die schnelle Identifikation essentiell macht, es scheint, dass Designer und Corporate-Professionelle zunehmend erkennen, dass Einfachheit eine Tugend ist und dass manchmal weniger mehr ist. Ich stelle fest, in vielen Fällen heißt weniger werden offenbar auch ungegenständlicher werden. Allianz fand ich dafür ein ganz prima Beispiel oben. Also vor einigen Jahrzehnten erkennt man noch ganz wunderbar, es ist ein Adler mit seinen Jungen und im nächsten Schritt ist es eigentlich nur noch zu erraten. Und in der heutigen Version frage ich mich ehrlich gesagt, wie das nächste Klosterfrau-Redesign ausschauen wird. Und Achtung, beim einfacher werden, Charakteristika über Bord werfen, halte ich für äußerst gefährlich. Für mich, ich weiß nicht, wie es Ihnen gegangen ist, war die Hand in dem Quelle-Schriftzug immer genau das Charakteristikum dieses Schriftzugs. Diese Hand wurde amputiert und da hilft auch der rote Punkt am Ende nicht so furchtbar viel in meinen Augen. Und naja, also Kell heißt im Französischen welche und ich muss mich dann doch boshaft fragen, Kell-Firm? Welche Firma? Einfachheit eine Tugend? Ja, aber nicht um jeden Preis. Kurzer Zwischenstopp. So, wo bin ich jetzt? Ich habe Ihnen was über die Wortbedeutung von Redesign erzählt. Ich habe über Gründe spekuliert. Ich habe überlegt, ob die Gesamtentwicklung eigentlich planbar ist und was für Aspekte da beim Redesign wohl eine Rolle spielen mögen. Ich will so bleiben, wie ich bin. Ne, nichts da. Persil ist nicht Persil geblieben, das war mir schon bewusst und jetzt ist es mir klar. Nun interessiert mich, lassen sich denn Regelmäßigkeiten erkennen in diesem Verwandlungsprozess, sowas wie mit Prinzipien oder Mechanismen, Muster, Strukturen. Ich schaue mir nochmal so eine Redesign-Evolution an und irgendwie erinnert mich das an Stille Post. Kennen Sie vermutlich das Spiel? Einer flüstert dem anderen möglichst leise was ins Ohr und der Nächste kriegt es dann auch ins Ohr geflüstert, sagt es wieder weiter an den Nächsten und so weiter und so fort. Und am Ende lacht man sich darüber kaputt, was für ein Quatsch dabei rausgekommen ist. Das kann beim Redesign zum Beispiel so aussehen. Hier gibt es von einer zur anderen Gestaltung immer einen nachvollziehbaren Schritt. Also man kann noch erahnen, was es vorher gewesen ist. Die Nähe zum Vorgänger ist immer deutlich erkennbar. Dankeschön. Manchmal gibt es aber auch starke Sprünge, so wie bei Iglo. Da hat die Firma tatsächlich mehrfach komplett ihr Logo über Bord geworfen. Erst ist es ein Vogel, dann ist es eine Gabel und dann ist es ein... Das sind für mich schon zwei erkennbare Verwandlungsprinzipien. Stellt mich aber noch nicht zufrieden. Ich frage mich immer noch, gibt es beim Redesign-Prozess Regeln? Regelmäßigkeit, ist etwas garantiert? Garantiert vermeidbar oder ist Redesign Glückssache? Mir ist dazu ein Märchen in den Sinn gekommen, was zumindest die Leute hier im Raum, die aus Deutschland kommen, bestimmt kennen. Hans im Glück.
Ich erzähle das noch mal kurz, weil ich annehme, dass einige Teilnehmer der Tagung aus anderen Ländern gekommen sind und ich nicht weiß, ob diese Geschichte, dieses Märchen da auch bekannt ist. Also Hans im Glück hat 7 Jahre für seinen Herrn gedient und kriegt dafür einen Klumpen Gold, so groß wie sein Kopf. Und diesen Goldklumpen, den stemmt er auf die Schulter und läuft damit zu seiner Mutter nach Hause und begegnet unterwegs jemandem auf einem Pferd und der macht den Vorschlag, man könnte doch tauschen, weil also bevor sich der Hans mit dem Goldklumpen lange abschleppt, dann wäre es doch viel netter zu reiten und der Chor auf meiner Kinderschallplatte, von dem da die Bilder abgescannt sind, der singt dann immer, Hans, gib doch das Gold nicht her, 7 Jahre waren schwer. Und dann singt Hans zurück, der Tausch, der ist wohl nicht verkehrt, ein schnelles Pferd ist Goldes wert. Und so geht es mehrfach. Das Pferd wird eingetauscht, weil es ihn abwirft gegen eine Kuh und die Kuh wird eingetauscht, weil sie keine Milch geben will, sondern ihn tritt gegen ein Schwein und das Schwein wird eingetauscht, weil man vermutet, dass das Schwein geklaut sein könnte gegen eine Gans, die da ein bisschen ungefährlicher ist und diese Gans gibt Hans wieder her gegen einen Schleifstein, den ihm ein Messerschleifer gibt und der ihm verspricht, dass man damit ein Vermögen verdienen kann, wenn man es nur richtig anwendet. Und als Hans gerade schon fast nach Hause gekommen ist und an einem Brunnen trinken will, legt er so den Stein auf den Brunnenrand und rempelt leider dagegen und der Stein fällt in den Brunnen und wider Erwarten ist Hans glücklich und froh, dass er aller Bürde los ist und läuft zu Hause nach seiner Mutter. Als Kind dachte ich immer, ist Hans ein Idiot? Er gibt immer das Gute gegen das Schlechtere her. Heute denke ich, ist da ein Weiser, der Dinge loslassen kann und neu betrachten? Über den Wertaspekt möchte ich an dieser Stelle mit Ihnen nicht sprechen. Darum, wie toll das Vorige und das Neue ist, geht es mir gar nicht. Und wie gut es sich verkauft, interessiert mich auch nicht. Ich erzähle Ihnen diese Geschichte, weil ich mich frage, was wäre eigentlich gewesen, wenn Hans seinen Lohn nicht am Stück, sondern monatlich bekommen hätte? Oder was wäre gewesen, wenn Hans einen anderen Weg genommen hätte? Oder wenn sein Herr ihn in einer Kutsche nach Hause geschickt hätte? Persil im Glück, ich schaue es mir nochmal an. Also die Zeit ist gut erkennbar, das Thema hatten wir ja schon, aber war es gewissermaßen zwingend, dass es genau so aussah in der jeweiligen Zeit? Denn ich wundere mich, dass in England sich die Persilgestaltung ganz anders weiterentwickelt hat. Und hiermit, das haben Sie wahrscheinlich schon geahnt, sind wir beim Ausgangspunkt für mein Experiment angelangt. Mich hat interessiert, was unter Laborbedingungen passiert. Was passiert, wenn ich eine Einflussgröße, nämlich die Zeit, massiv ändere? Das Experiment besteht darin, ich schicke eine Gestaltung auf Reisen zu mehreren Designbüros, genauso wie bei Hans im Glück, der Goldklumpen oder wie bei Stille Post, der eine Satz. Also die erste Agentur macht ein Redesign, die zweite kriegt das Redesign der ersten und die dritte kriegt das Redesign der zweiten und so weiter. Mich interessiert dabei, ist das Bestehende noch zu verbessern? Und welche Entscheidung treffen Sie? Punkt. Dank der beeindruckenden Menge an Zusagen konnte ich tatsächlich 3 Wege laufen mit meiner Gestaltung in jeweils 6 Stationen, die es gleich zu bestaunen gibt. Und nun interessiert Sie auch bestimmt, wer denn da eigentlich alles teilgenommen hat. Das werde ich Ihnen auch verraten. Und zwar in alphabetischer Reihenfolge Barski Design aus Frankfurt am Main, Bröske-Meyer Ruf aus Düsseldorf, Buttgereit und Heidenreich aus Haltern am See, Catwork Design aus Hirschberg, Kollell und Kampmann aus Hamburg, Delikatessenagentur aus Hamburg, Fischer Appelt bzw. Liga Lutz aus Hamburg, 5 Werken aus Wiesbaden und Berlin, Hesse Design aus Erkrath, Werbeagentur Holtgrün aus Hannover, Interbrand Zinsmeier und Lux Köln und Berlin, Ion Industrial Design Berlin, Klaus Koch aus Düsseldorf, Kochern und Partner aus München, Leonardi Wollein aus Berlin, Sales Design Hamburg, Wehrmeier aus Hamburg und
Wirtz Corporate aus Zürich. Ich bitte um großen Applaus für die Teilnehmer. Es sitzen heute ungefähr die Hälfte davon im Publikum. Und wenn ich schon dabei bin, mich zu bedanken, dann möchte ich mich auch bei meinem Mann bedanken, der auch hier sitzt, dessen Mithilfe unentbehrlich war bei dem Projekt. Bisschen was zu Zeitplan und Abfolge. Anzahl der Schritte 6, habe ich schon gesagt, wie bei Hans im Glück, das traf sich eher zufällig. Verschiedene Wege 3, Reihenfolge nach Zufallsprinzip. Etappenlänge war 10 Tage, die jeder Zeit hatte. Die Gestaltung, die auf Reisen geschickt werden sollte, Discover Gold, ich habe eine ganze Weile darüber nachgedacht, was das sein könnte. Ich hatte überlegt, selbst etwas zu gestalten, aber das fand ich eigentlich dann doch nicht so eine gute Idee, weil ich dachte, das ist ja dann schon heutige Gestaltung. Und im Übrigen fand ich es ausgesprochen schwierig, etwas richtig scheiße zu designen, ungefähr so scheiße, so schlecht wie schief zu singen. Also ich dachte, das wird mir bestimmt nicht so gut gelingen wie etwas, was ich schon schlecht finde. Ich entschied mich für etwas, was es schon gab und habe dann erstmal so die Warenwelt durchkämmt und mich mit Freunden unterhalten, mit Kollegen unterhalten, Zeitschriften durchblättert. Ich wollte was haben, was so mehrere Komponenten hatte. Ein Logo wäre mir zu hermetisch gewesen. Ich wollte gerne so mehrere Dinge haben, an denen man eine Veränderung ablesen kann. Und dazu hätten für mich gehört Farbe, Schrift, Bild, Logo, Komposition. Außerdem wollte ich, dass die Gestaltung möglichst charakterstark ist und nicht zu schön und auch nicht zu aktuell und auch nicht zu bekannt. Da habe ich zum Beispiel Sudden Change gefunden, das ist ein amerikanisches Produkt. Da dachte ich erst, haha, das passt ja ganz ausgezeichnet, weil das Thema der Typo ja Change ist. Aber dann dachte ich so, naja, also nicht, dass das dann irgendwie zu sehr ins Alberne abdriftet und war mir dann auch zu wenig charakteristisch. Goldköpfchen, da dachte ich nochmal an den Goldklumpen, so groß wie sein Kopf. Und das fand ich dann aber auch zu langweilig und wollte auch eigentlich lieber nichts Räumliches haben, um es nicht unnötig kompliziert zu machen. Krügerol fand ich eigentlich schon ziemlich klasse, sehr charakteristisch, auch schon etwas altbacken, aber kein Bild auch noch zu räumlichen. Leckers wäre es schon, naja, also war wirklich auf der Hitliste, Platz 2, aber dahinter stand schon das Redesign, deswegen habe ich das dann auch nicht genommen. Was war es denn nun? Der Goldklumpen. Markant, charmant und mit dem Gelb, finde ich, hat das auch was von einem Goldklumpen. Und mit dem Lilliput, mit dem Titel, finde ich, hat das auch was Märchenhaftes, passt irgendwie auch schön. Ich fand es süß, ich fand es sexy, ich habe gedacht, das macht bestimmt Spaß für die Gestalter, daran zu arbeiten. Und ich gebe auch gerne zu, dass als ich im Winter das ausgesucht habe, mich diese frühlingshaften Blumen irgendwie ein bisschen animiert haben. Und überhaupt auch, also hier Typo, Blümchen, ließen grüßen. Ich fand es geeignet und wir kommen jetzt auch endlich zur Beinarbeit. Vorab, was ich den Teilnehmern auch geschrieben habe. Es handelt sich um einen ernsthaften Versuch, wenn auch mit spielerischem Charakter. Sonst macht es ja keinen Spaß. Das Vorhaben ist fiktiv, Hudson weiß nichts davon. Sie wissen wirklich nichts davon. Wir haben mindestens 3 von 18 Agenturen geschrieben, dass sie nochmal ganz klarstellen, dass die Urheberrechte bei ihnen liegen. Nicht, dass ich jetzt zu Hudson laufe und deren Arbeit als meine verkaufe. Also das tue ich nicht und werde nach diesem Vortrag mit den Teilnehmern mich absprechen, ob wir es tun. Die Teilnehmer wussten auch nicht, worin das Experiment besteht, außer dass es dabei um Redesign geht. Und mich interessiert bei diesem Versuch, das habe ich eben schon gesagt, welche Entscheidungen die Teilnehmer aufgrund ihres Urteilsvermögens und ihres Erfahrungsschatzes als Gestalter treffen und warum. Das Produkt. Lilliput ist also eine Feinstrumpfhose der Firma Hudson, Qualität eher einfach. Es hat ein wirklich Alleinstellungsmerkmal. Es gibt sehr ungewöhnliche Farben. Die Firma gibt es relativ lange.
gehört zu Kunert und Lilliput ist der erfolgreichste Artikel innerhalb des Hudson-Programms. Was ich natürlich noch nicht im ersten Schritt, sondern dann in den nächsten dazu geschrieben habe, nämlich dass Produkt und Firma wirklich existieren und dass die echte Packung anders aussieht und dass das eben zu meinem Experiment gehörte. Zielgruppe sind bisher Frauen aller Altersstufen mit eher schmalem Geldbeutel und in Zukunft sollen das Frauen sein, vor allen Dingen Junge, die Spaß an Mode haben und gern Neues ausprobieren. Was zum Preis? Kosten 2,75, das ist moderat. Konkurrenz gibt es so gut wie nicht, denn in dieser Preisstufe gibt es solche ungewöhnlichen Farben eigentlich nicht. Größe und Funktionalität der Packung. Das Format aller Lilliput-Verpackungen ist die gleiche. Mit 80 x 110 mm ist das ein bisschen größer als eine Zigarettenschachtel. Die unterscheiden sich allerdings nur durch einen Stempel, der Größe, Preis und Farbe nennt und durch ein Fenster, was die jeweilige Farbe des Inhalts zeigt. So, was wollte ich von den Teilnehmern haben? Was war die Aufgabe? Aufgabe war Redesign der Packung. Und jetzt kommt der zentrale Satz. Bitte optimieren Sie, was Sie für verbesserungswürdig oder für verbesserungsfähig halten. Sie haben dabei alle Freiheit, so viel oder so wenig zu tun, wie Ihnen wünschenswert oder erforderlich erscheint. Das gilt auch für Namen, Formulierungen, Schreibweisen etc. Was nicht verändert werden darf, ist der Stempel mit Größe und Farbe und der muss auch genau an dieser Stelle sitzen bleiben. Und was auch nicht verändert werden darf, sind Format und Größe der Packung. Soweit. Und ich habe die Teilnehmer gebeten, mir in einigen Zeilen zu erläutern, was sie warum verändert haben und was sie wodurch verbessert haben. Jetzt kommt endlich der große Moment, in dem ich Ihnen die Ergebnisse dieses Experiments präsentieren darf. Jetzt quatsche ich aber noch ein bisschen weiter. Manche Teilnehmer haben mehr als einen Entwurf geschickt. Da habe ich mich für einen entschieden. Ich zeige Ihnen die Alternativen heute aus Zeitgründen nicht. Und leider kann ich Ihnen auch die Kommentare nicht vorlesen. Ich habe das zu Hause mal geprobt. Das dauert einfach über eine halbe Stunde. Das würde den Rahmen komplett sprengen. Deswegen wird ab morgen früh hier im Gebäude an einer noch festzulegenden Stelle eben genau das Ganze nochmal zu sehen sein. Da können Sie sich nochmal in Ruhe anschauen. Die Kommentare finde ich hochinteressant, um nicht zu sagen brisant. Sie sollten es sich alles nochmal durchlesen und nochmal in Ruhe anschauen. Noch eines, ich habe Ihnen zwar die Teilnehmer genannt, aber ich verrate Ihnen nicht, welcher Entwurf von welcher Agentur ist. Denn es ging mir nicht darum, das muss ich nochmal ganz deutlich sagen, welches der tollste Entwurf ist. Darum ging es mir eben nicht. Mir ging es darum, welche Entscheidungen haben die Teilnehmer gefällt und was für einen Verwandlungsprozess wird sichtbar in diesen drei Wegen. Sind Regelmäßigkeiten erkennbar? So, jetzt geht's aber wirklich los. Thank you.
Ich bitte um Applaus für die tollen Arbeiten. Ein paar Teilnehmer haben mir gesagt oder geschrieben, dass es ihnen Spaß gemacht hat, und ich finde, das sieht man den Arbeiten auch an. Also wissenschaftlich war der Versuch natürlich in keiner Weise. Wenn das hätte wissenschaftlich sein sollen, dann hätte man einfach viel mehr Teilnehmer einladen müssen als 18. Man hätte längere Wege machen müssen, man hätte andere Gestaltungen aussuchen müssen. Und wenn man bedenkt, wie viel Arbeitseinsatz und Zeiteinsatz alleine in diesem Experiment schon drinsteckt, dann ist das einfach überhaupt nicht zu machen. Ich kratze damit zwar an der Oberfläche des Themas, aber ich finde es schon phänomenal, was jetzt da passiert ist. Wenn es wissenschaftlich sein sollte, dann müsste man sich vermutlich auch mit Wahrscheinlichkeitsrechnungen beschäftigen und dann die Ergebnisse mit dem vergleichen, was wahrscheinlich per Zufall rauskommen würde. Beweisen wollte ich, wie gesagt, nichts, aber ich wollte einfach sehen, was passiert, und ich sehe eine ganze Menge. Es gibt Formen, die man nicht verbessern kann. Da kann ich nur sagen, tja, offenbar gibt es doch immer noch etwas, das in den Augen eines anderen zu verbessern wäre oder anders besser wäre. In einigen Fällen dachte ich, das ist so klasse jetzt, das kann ich nicht wirklich guten Gewissens weitergeben. Aber offenbar war jemand anders dann immer wieder anderer Ansicht und hat es doch noch überarbeitet. Und ich denke dann an den Satz von Frederik nochmal, es gibt immer eine Neuheit, die die vorige alt aussehen lässt. Regelmäßigkeiten sind in den verschiedenen Entwicklungen nicht festzustellen. Für mich teils stille Post, teils Hand im Glück. In der oberen Reihe gibt es zum Beispiel in meinen Augen erst einen kleinen Schritt, dann einen großen und dann wieder relativ kleine. In der mittleren gibt es erst einen großen Sprung, dann noch einen großen und ab da so auch eigentlich eher relativ kleine Schritte, also jetzt ganz grob betrachtet. In der unteren Reihe gibt es erst einen kleinen, dann einen großen, dann noch einen großen, noch einen großen, noch einen großen und noch einen großen. Einige Sprünge sind so groß, dass ich mich frage, ob die Agentur nicht sowieso das gemacht hätte, ganz egal, was ich ihr geschickt hätte. Eine Agentur schrieb, und es war wirklich die einzige, die auf dieses Thema überhaupt zu sprechen kam, wenn es ein reales Projekt wäre, würde man sicherlich eine Imagekorrektur in 2 bis 3 Schritten durchführen. Ich habe wirklich mein Bestes gegeben, um den Agenturen zu vermitteln, dass sie bitte so tun sollen, als wäre es ein reales Projekt. Deswegen erlaube ich mir, die Ergebnisse für bare Münze zu nehmen. Eine andere Freundin von mir, auch Designerin, der ich von diesem Ergebnis erzählte. Ich habe ihr nur erzählt, sie ist in einer anderen Stadt, ich konnte ihr das nicht zeigen, und ich erzählte ihr von dieser Entwicklung, die ich so interessant fand, und sie vertrat die Ansicht, dass es in ihren Augen früher einen behutsameren Umgang mit Design gab, mehr im Dienste des Produkts und weniger Selbstverwirklichung. Sie vermutet, dass es heute häufig ein Gefühl der Unterforderung ist, der kreativen Unterforderung, was dazu führt, dass man ständig das Rad neu erfinden, was Neues machen möchte. Für sie haben viele Designer im Vergleich zu früher an Bescheidenheit und Demut verloren. Und sie stellt fest, dass die Designer heute aber auch unter viel größerem Originalitätsdruck als früher stehen.
dass sie viel mehr öffentliche Aufmerksamkeit bekommen, was wiederum dazu beiträgt, dass häufig über das Ziel hinausgeschossen wird. Vielleicht kann ich auch an der Stelle noch kurz erwähnen, dass sie so alt ist wie ich. Das klingt jetzt vielleicht wie jemand, der 70 ist. Möglicherweise waren auch die Entwürfe, die Sie hier sehen, davon beeinflusst, dass Sie, also die Fachöffentlichkeit, heute hier sind. Aber auch das werden wir nicht erfahren. Ich vermute es nur, weil zum Beispiel eine Agentur mir schrieb, ob sie sich denn gestalterisch austoben dürften. Und das wäre ja eben für die Typo dann ganz interessant. Also sie wussten schon, dass es hier vorgetragen würde. Und dann habe ich geschrieben, ja, also austoben gestalterisch gerne, so wie sie das eben für notwendig und richtig finden würden. Aber es ginge eben nicht um die Typo, sondern es ginge darum, dass es eine Gestaltung ist, die im Regal funktionieren muss. Es gab noch ein paar ähnliche Dialoge. Manches scheint in der Luft zu liegen. Von 18 Entwürfen haben zum Beispiel 11 ziemlich starke Pastelltöne, das ist über 60%. 5 haben Regenbogen und 4 haben ein Bein als Fenster. Also es sind offenbar Dinge, auf die man zurzeit kommen kann. Und noch ein bisschen Statistik. 4 Agenturen, also knapp ein Viertel, setzte sich auch über die wenigen Einschränkungen hinweg, die es gab, und veränderte auch Form und Format und den Sitz des Stempels. Ob aus Nachlässigkeit oder mit Absicht, konnte ich nicht ermitteln. Zeitgeschmack, das finde ich jetzt eigentlich besonders interessant, denn ich hatte ja bei meinem Versuch den Zeitaspekt ausgeklammert, indem ich den Redesign-Prozess, der sonst vermutlich über Jahrzehnte stattgefunden hätte, auf 60 Tage gestaucht hatte. Und bei diesen 18 Entwürfen aus dem Frühjahr 2005 wurde die Mehrzahl, ich habe so bei ein paar Freunden eine kleine Umfrage gemacht, einer früheren Zahl zugeordnet. Offenbar ist aber auch das Empfinden verschieden, denn bei manchem Entwurf ging die Einschätzung teilweise sehr auseinander. So wurde zum Beispiel in der mittleren Reihe der Entwurf in der Mitte sowohl auf die 60er als auch auf die 80er als auch auf heute geschätzt. Vielleicht ist es auch ein spezifisches Problem unserer Zeit, dass wir keinen ausgeprägten eigenen Zeitgeschmack haben. Kann aber auch sein, dass wenn wir in 10 oder 20 Jahren zurückblicken, dass wir dann sagen, na, ist ja total klar, das ist ja alles aus den 2000er Jahren, das sieht man doch. Das werden wir aber dann erst wissen, sind vielleicht jetzt noch ein bisschen zu sehr mit der Nase drauf. Persönlichkeitsentwicklung, das ist unglaublich, was da passiert ist. Da ist in der ersten Reihe, auf dem ersten Weg aus Lilliput, also einem Land, aus der Erzählung von Gullivers Reisen, wird da also im ersten Schritt schon eine Person namens Lilly. Im zweiten Schritt kriegt Lilly den Nachnamen Hudson. Dabei bleibt es dann für 3 weitere Fälle und am Schluss tritt Lilly wieder getrennt von Hudson auf. Bei dieser Dame stellt sich erst relativ spät heraus, dass es eine Kuh ist, wenn auch mit recht menschlichen Beinen. Auf dem zweiten Weg bleibt Lilliput, die ersten 3 Schritte bestehen, ändert sich dann im vierten ebenfalls in eine Person, Fräulein Lilly, legt im fünften das Fräulein ab und wird im sechsten umbenannt in Christa. Bleibt aber eine Person. Bei dieser Lilly sind nur die Beine zu sehen und das eine Mal, also da in der Mitte, wo man die ganze Frau sieht, ist aber auch das Gesicht verdeckt, sie bleibt also inkognito. Und auf dem dritten Weg bleibt Lilliput die ersten 3 Schritte bestehen und wird dann zu einem Gegenstand, zur Hudsonbox. Die bleibt es im nächsten Schritt und im letzten wird ein Neutrum daraus. Wenn es sich hier um eine Persönlichkeit handelt, dann sind ja immerhin 4 von 6 Fällen Beine zu sehen, dann zeigt sie interessanterweise genau in dem Moment ihr Gesicht, wo sie zum Gegenstand wird. Aber auch da bleibt sie maskiert und versteckt den Mund und den zeigt sie dann auch isoliert erst im nächsten Entwurf. Also ich komme dieser Persönlichkeit nicht auf die Spur. Beinarbeit. Ein Teilnehmer schrieb in seinem Kommentar, Beine auf Strumpfverpackungen seien wie Kühe auf Milchverpackungen. Der eine spricht davon, der andere tut's, sie weglassen. Aber im Großen und Ganzen sind doch auf 14 Verpackungen von 18 Beine abgebildet. Das sind fast 80%. Und zwar variieren zwischen einem einzelnen Bein, meistens sind es aber 2, bis hin zu 10 Beinen auf einer Verpackung rechts unten.
Eigentlich ist eins meiner Lieblingsworte. Sie haben sich jetzt vielleicht schon gefragt, von wann ist denn eigentlich die jetzige Verpackung? 1998, anlässlich des 25-jährigen Jubiläums der Firma Hudson. Einen wichtigen Einfluss hatte dabei der Schlagersänger Dieter Thomas Kuhn, der in den 90ern so recht erfolgreich so 70er-Jahres-Songs coverte, deswegen wahrscheinlich auch der Flower Power. Und das Produkt verkaufte sich einfach schlechter und deswegen wurde dann ein frischeres, moderneres Image gewollt. Und der Umsatz hat sich wohl nicht exorbitant verbessert, aber gehört Lilliput einfach immer noch zu den bestverkauften Produkten des Hudson-Sortiments. Die Markeneinführung von Lilliput war 1973 und sah so aus. Eine Weisheit des Fußballphilosophen Sepp Herbergers finde ich jetzt nach der ganzen Beinarbeit und überhaupt zum Schluss der ganzen Geschichte außerordentlich passend. Nach dem Spiel ist vor dem Spiel und das erlaube ich mir umzumünzen. Nach dem Redesign ist vor dem Redesign. Ich schließe hiermit und hoffe, dass Ihnen das Ganze genauso viel Spaß gemacht hat wie mir. Vielen Dank.